Ja, herzlich willkommen hier bei Marcells Custom Shop zum Thema Smart Home. Wieder ein neues Video auf meinem Kanal. Heute zum Thema Homematic. Das ist die Keymatic von Homematic. Das ist dieses schöne Gerät, Motorschloss. Wir gucken uns an, was kann das alles, was kann man konfigurieren, wie muss man es einbauen. Das gibt es alles in dem Video hier. Da wünsche ich euch schon mal viel Spaß. So, wir schauen uns mal an, was da alles so drinnen ist in der Packung. Ja, ein paar Batterien, natürlich das Schloss an sich. Wir haben hier so eine Fernbedienung für den Schlüssel. So. Bisschen Werkzeug und im Großen und Ganzen war es das. Natürlich ist da noch eine Anleitung dabei. Und dann schauen wir uns mal an, wie man das installiert. So, dann sind wir jetzt hier also an meiner Tür und schauen uns den ganzen Spaß ein bisschen genau an. Zunächst erstmal der Zylinder. Wir brauchen also einen Zylinder mit Panikfunktion, heißt, dass wir von innen und von außen gleichzeitig einen Schlüssel reinstecken können und gleichzeitig praktisch beide auch drehen können. Also nicht gleichzeitig, aber ihr wisst, was ich meine. So. Dann muss der Zylinder hier einen Überstand haben von 10 mm circa. Das ist wichtig, weil wir dieses Plastikteil, was hier hinten in der Keymatic drinnen ist, sitzt später oder wo die Keymatic draufgesetzt wird, das muss jetzt auf den Zylinder gesetzt werden und das braucht natürlich einen gewissen Überstand. Alles klar. Setzen wir das also hier auf. So. Das Ganze ist jetzt hier aufgesetzt und sitzt also vernünftig auf dem Zylinder auf und dann schrauben wir das eben fest. So, wenn wir das also erledigt haben, können wir mal hier bei dem Schloss reingucken. Da sind wir hinten so ein Schlitz. Da muss natürlich jetzt unser Schlüssel rein und das wäre die Neutralposition, ne? Ich kann also so die Tür jetzt aufmachen. Und später ist es auch das hier, dieser Winkel, kann es gar nicht gut sehen, dieser Winkel, das sind bei mir ungefähr 15 Grad, den wir angeben müssen in der CCU. So, jetzt setzen wir das also hier auf, sodass der Schlüssel in diesem Schlitz verschwindet. Da ist so eine kleine Feder drin, die das wieder rausdrückt. Also seitlich muss man jetzt hier diese Schraube einsetzen. Und die Keymatic mit dieser schwarzen Halteplatte eben einmal verschrauben. So, und dann sitzt das Ganze also auch bombenfest jetzt hier drauf und man kann praktisch durch Drehen des Motors im Prinzip die Tür jetzt schon aufmachen. Später wird dann dieser Ring, beziehungsweise der Motor dreht diesen Ring auch mit. Ich kann also später von innen auch immer auch durch Drehen des Rings dann eben halt aufschließen. So, leider hat es bei mir eben nicht richtig aufgenommen, als ich es live gemacht habe. Deswegen muss ich jetzt nochmal so ein bisschen erklären, was passiert ist. Naja, also wir sind hier auf der CCU und wir wollen jetzt natürlich das Schloss anlernen. Dazu geht man hier auf Gerät anlernen, drückt hier auf Homematic Gerät anlernen und jetzt innerhalb dieser 60 Sekunden, die hier runterzählen, sollte man doch dann einfach auf dem Schloss die obere Taste für ca. 2 Sekunden gedrückt halten, wird durch einen Piepton quittiert und durch einen zweiten Piepton, wenn er dann gefunden wurde von der CCU. Das dauert also ging relativ schnell bei mir und dann ist hier im Posteingang auch mein Gerät. Da drückt man dann hier rechts auf Fertig und kann dann hier bei Einstellungen Geräte einfach sich seine Wohnungstür, heißt es bei mir, raussuchen. Geht hier auf Einstellungen und jetzt sind hier ein paar Settings zu tätigen. Die habe ich halt schon gemacht. Kann ich aber mal eben erklären. Wir haben hier einmal die Haltezeit Tür öffnen. Was ist denn überhaupt Tür öffnen? Das ist, wenn ich also diesen Schnapper per Schlüssel, in dem Fall bei mir nach rechts, wenn ich das Ganze nach rechts drehe, wenn ich damit die Tür eben öffne und den Schnapper einziehe. Wenn der eingezogen ist, wie lange soll das gehalten werden? Das ist bei mir 1 Sekunde. Das ist ganz okay. In der Zeit habe ich praktisch Zeit, die Tür aufzudrücken. Motorkraft habe ich so gelassen mit 100. Hat so funktioniert. Drehwinkel, Neutralstellung. Man kann da was, also das Schloss kann 3000 Grad sich drehen. Das sind also hier Grad, also ich nehme jetzt mal 360 Grad.
Das wäre also praktisch eine positive Umdrehung von 0 aus. Und jetzt gibt es hier den Drehwinkel Endanschlag Tür öffnen. Tür öffnen heißt, wenn der Schlüssel in neutral ist, muss man den ja ein Stück drehen, um diesen Schnapper einzuziehen. Das sind bei mir 15 Grad. Wie ermittelt man jetzt diese 15 Grad? Das zeige ich euch am Schloss. Und zwar, indem man hier so einen kleinen Klebepunkt anbringt. Jetzt dreht man das Schloss, bis der Schnapper eingezogen ist und misst dann eben mit einem Geodreieck ab, wie viel Grad das jetzt waren. Genauso geht man dann übrigens vor für die anderen beiden Werte. Endanschlag verriegelt, das heißt, ihr dreht das einmal nach links. Bei mir steht übrigens hier Drehrichtung nach links, weil die Tür ist also rechts angeschlagen und links ist der Griff. Ja, deswegen ist das, drehe ich natürlich nach links, um zuzuschließen, von innen, bei mir in dem Fall. So, und wie weit drehe ich denn, bis man nicht mehr weiter drehen kann? Das sind bei mir 1260 Grad. Ja, wir rechnen das mal aus. 1, 2, 6, 0 durch 360 Grad sind genau 3,5 Umdrehungen. Das kann man auch relativ einfach abzählen. Da auch wieder der Klebepunkt und Drehwinkelstellung verriegelt sind bei mir 3 Umdrehungen. Genau, eine halbe Umdrehung weniger. Das sind 3 Umdrehungen. Was passiert da? Das ist halt die Stellung, die bei mir langt, damit halt eben zugeschlossen ist. Das muss ja nicht bis zum Anschlag gedreht werden. Genau, diese Werte stellt man hier ein, drückt auf OK, das Ganze wird auf das Schloss übertragen und jetzt schauen wir uns mal an, ob das auch funktioniert hat. So, hier am Schloss schauen wir uns mal an, was eigentlich passiert. Man sieht hier also den Schnapper und wenn ich hier so ein bisschen drehe, dann ziehe ich den also ein. Ja, andersrum kann ich in die andere Richtung auch drehen und dann kommt eben der Schließsperrbolzen raus. So, das hier sind also unsere 15 Grad. Die andere Geschichte sind halt diese 1260, glaube ich. Ne? So, drücken wir mal hier drauf. Ne, genau, das ist das, was also passiert. Zack, und die Tür ist offen. Gucken wir mal, was beim Zuschließen passiert. So, ist also zugeschlossen. Ja, und ausschließen. Ja, perfekt. Das war es soweit. Jetzt schauen wir uns einmal noch an, wie wir auch die Funkverbindung einlernen und wie wir die dann eben halt auch benutzen können. So, um jetzt auch die Fernbedienung anzulernen, gehen wir hier wieder auf Geräte anlernen in der CCU, gehen auf Formatic Gerät anlernen und drücken dann auf der Fernbedienung. Auf der Rückseite ist so ein kleiner Pinöckel, ein kleines Loch. Dann drücken wir einmal kurz mit dem spitzen Gegenstand rein. Es leuchtet hier vorne die LED und ja, dann wird das Gerät auch schon gleich von der CCU gefunden werden. Das müsste dann hier im Posteingang auftauchen. Kleine Info, nicht immer steht hier unten auch eine 1. Ich riskiere es mal, habt ihr gerade gesehen, 0 und der Handsender ist da. Das kann ich dann hinten eben noch benennen und sage mal Marcel Schlüssel 1. Soweit, so gut. Das ist also schon mal eine feine Sache. Und jetzt können wir hier Direktverknüpfungen anlegen, weil ich möchte ja jetzt diesen Schlüssel mit meiner Keymatic also koppeln und will da also direkt ja, aufschließen, ohne dass ich dafür die CCU brauche. Deswegen also eine Direktverknüpfung. Jetzt muss ich gucken. Schlüssel 1 und da haben wir Kanal 1 und 2. Man sieht das hier ganz gut. Das sind die beiden Schlosssymbole. Ja, und das möchte ich jetzt mit Wohnungstür ganz gerne verheiraten und drücke einfach mal auf Erstellen und Bearbeiten. Jetzt werden also da Direktverknüpfungen erstellt. Die beiden Geräte werden informiert. Oder noch nicht ganz. Jetzt können wir erneut prüfen drücken. Es dauert also einen Augenblick, bis die dann jeweils die Konfiguration empfangen haben. Beziehungsweise jetzt ist hier noch der Schlüssel, der es noch nicht hat. Ich drücke einfach mal irgendeine Taste auf dem Schlüssel. Und jetzt holt er sich die Konfiguration. Er blinkt also wie wild. Drücke mal erneut prüfen. Und jetzt ist das auch erledigt. Drücke hier auf OK. Und jetzt kann ich hier also wieder auswählen, was passieren soll. Und zwar die Tür öffnen und Tür verriegeln ist okay. Tür öffnen ist nämlich, da steht es auch genau, nach festgelegten Zeit wird sie wieder verriegelt.
Wenn also hier so ein Slash steht, entriegeln, öffnen, dann kurzer Tastendruck entriegelt, der lange Tastendruck öffnet und verriegelt dann wieder automatisch. Das will ich nicht. Ich will zum Beispiel einfach nur einmal draufdrücken, dann soll er die Tür aufmachen und wenn sie zugeschlossen ist, einmal komplett aufschließen und dann aufmachen. Das passiert also mit Tür öffnen. Automatisch wieder verriegeln ist nicht aktiv. Das will ich, wollen wir auch gar nicht. Tür verriegeln ist soweit okay. Ist eigentlich ziemlich logisch. Wird halt einfach verriegelt. Drück auf OK. Es wird der ganze Spaß nochmal übertragen. Ist schon passiert und wir gucken uns eben an der Tür schnell an, ob es auch funktioniert hat. So, wieder hier an meiner Tür drücke ich einfach mal auf der Kinematik. Das ist ja der Live-Test hier. Ich drücke auf Öffnen. Und die Tür geht also auf. Das war die 1 Sekunde Haltezeit. Ne? Und das andere wird verriegeln. Das setzen wir auch mal. Perfekt, macht, was es soll. Soweit, so gut. Jetzt kann man dann natürlich den ganzen Spaß auch in der CCU mit Programmen und so weiter ansprechen, wie man da Lust drauf hat. Da gehe ich jetzt erstmal nicht weiter drauf ein. Das könnt ihr euch dann irgendwie selber denken, was da passieren kann. Ja, soweit von mir. Also die Information zur Kinematik hier. Ich darf danke sagen fürs Zugucken. Hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Und ja, es ist ja eigentlich ein ganz interessantes Produkt, weil halt einfach schon relativ günstig, obwohl Homematic ist es relativ günstig, wenn man das mit dem Nuki zum Beispiel vergleicht, auch wenn das Nuki ganz, ganz, ganz andere Funktionen halt hat oder ganz andere Vor- und Nachteile halt eben hat als hier die Keymatic. Ich habe mich trotzdem für die Keymatic entschieden, in meinem Fall, weil ich das ganz einfach jetzt mit diesem Bluetooth an meiner Wohnungstür gar nicht brauche. Das mache ich vielleicht nochmal für die Haustür. Kommt dann auch nochmal ein Video. Aber erstmal langt mir das soweit an der Wohnungstür. Und kann das ja auch von der CCU aus dann steuern, wenn ich will. Ja, soweit also. Besten Dank fürs Zugucken. Abonniert doch einfach mal meinen Kanal hier an dieser Stelle. Ich glaube, es ist links oben. Ich habe keine Ahnung. Würde mich freuen über so einen Daumen und ein Abo eben halt. Und da bedanke ich mich fürs Zugucken und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.